Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Es ist Sonntag, um 17 Uhr geht jetzt schon wieder die Sonne unter und es regnet draußen. Also perfekte Voraussetzungen für ein weiteres Metal Earth Kit hier zum Zusammenbauen. Und diesmal kein Star Trek, kein Star Wars, nein, Batman habe ich diesmal hier. Und zwar das Batwing, also das fliegende Batmobil aus dem 1989er Film mit Michael Keaton. Und das sieht auf den Bildern schon mal richtig cool aus und ich bin sehr gespannt. Zwei Seiten haben wir hier bei der Anleitung und zwei lasergeschnittene Metallplatten mit den ganzen Teilen drin. Hier kann man das sehr schön erkennen, wie das bei Metal Earth ist. Die muss man an diesen Sollbruchstellen dann herauslösen, am besten mit einer Pinzette und tja, dann werden die alle schön zusammengesteckt. Wer sowas noch nie gemacht hat, ich empfehle einfach eine schöne Pinzette, so vorne mit einem flachen Kopf mit einer flachen Spitze und dann kann es schon direkt losgehen, Teile rausbrechen, alles immer rumbiegen, die ganzen Verbindungen zusammenstecken und entweder werden dann die Laschen rumgebogen oder sie werden gedreht. Das steht alles in der Beschreibung, wie das gemacht werden muss. Und vorab, der ganze Zusammenbau, der hat hier etwa ja, zwischen einer und anderthalber Stunde bei mir gedauert und ist somit eigentlich ein relativ leichtes Metal Earth Kit, obwohl es hier so ein paar Dinge gab, die schon ziemlich tricky waren. So ein paar Stellen gab es, die waren ein bisschen schwierig, aber insgesamt würde ich sagen, eher ein leichteres Modell. Ich finde das Design hier von dem Batwing richtig klasse. Insgesamt gefällt mir das Design von dem 1989er Film mit Michael Keaton richtig, richtig gut. Das war cool, etwas düster und ikonisch. Und ganz ehrlich, wie ich als 8-Jähriger da im Kino war, war ich hin und weg. Das war richtig super cool. Damals gab es noch nicht diese ganzen Marvel-Filme. Und Batman im Kino zu sehen, das war der richtige Hammer. Und dann gab es noch diese ganz coole Szene, als Batman mit dem Batwing durch die Wolkendecke gerade nach oben fliegt und vor dem Vollmond dann quasi zum Stehen kommt und damit das Batzeichen bildet. Richtig cool, da hat der 8-jährige MeAppleCat Gänsehaut im Kino bekommen. Tja, und jetzt wird das Ganze hier schön mal von mir zusammengebaut. Und ihr könnt schon sehen, das ist ziemlich viel Kleingefummel, man kann nicht viel erkennen. Und dieser ganze Zeitraffer, den ihr hier sehen könnt, ist in 20-facher Geschwindigkeit. Nur mal so als kleiner Anhaltspunkt, wie lange das hier alles insgesamt dauert. Aber für den Winter ist so ein Metal Earth Kit immer wunderbar. Und hier sieht man schon, das Cockpit ist soweit schon ziemlich fertig jetzt hier oben. Und ja, dann kann es auch direkt weitergehen, denn eine ganze Menge fehlt ja hier noch dran. Und während ich hier fleißig weiter zusammenbaue, vielleicht ein paar Fakten zum Film. Vielleicht haben die Jüngeren unter euch den noch gar nicht gesehen. Wenn dem nicht so sei, unbedingt nachholen. Für mich absolut der beste Batman-Film, abgesehen jetzt von den Dark Knight-Filmen, also von den Filmen, die vorher kamen, mein absoluter Lieblings-Batman. Und da gibt es ein paar interessante Fakten. Michael Keaton hat ja hier den Batman gespielt und den habt ihr ja hier als Figur gesehen, die übrigens richtig cool getroffen ist, meiner Meinung nach. Und Michael Keaton hatte so ein paar Probleme mit dem Batman-Outfit, der war nämlich richtig klaustrophobisch da drin, weil er konnte sich kaum bewegen, der Hals, den konnte man nicht drehen, er hat nicht richtig rausgesehen. Und ganz interessant, wenn man sich den Film mal anschaut. Hier sieht man übrigens schon mal das Oberteil, fast fertig. Also wenn man sich den Film anschaut, sieht man, dass hinten diese Maske gar nicht komplett zugemacht werden konnte. Da ist so ein Spalt, den man immer noch sehen kann. Und ja, er konnte eben seinen Hals nicht drehen und hat wohl auch geschwitzt wie ein Tier darunter. Soll ihm aber geholfen haben, die etwas düstere, depressive Stimmung von Bruce Wayne rüberzubringen. Naja, wenn es hilft, ist ja gut. Und die Ohren an dem Kostüm, die waren auch so lang, dass die gar nicht richtig in das Batmobil reingepasst haben. Das heißt, als er im Batmobil saß, mussten die runtergekürzt werden. Das richtige Batmobil aus dem Film gibt es übrigens auch hier als Metal Earth Kit und auch noch das Batzeichen gibt es und noch eine ganze Menge mehr. Es gibt da noch so einen Batwing aus dem Batman wie Superman Film und ja, eine ganze Menge. Also die Links dazu werdet ihr natürlich wie immer hier unten in der Videobeschreibung finden. Kurz zu den Kosten. So ein Metal Earth Kit wie das hier kostet so 10, 12, 13, 14 Euro. Also absolut erschwinglich und eine schöne Bastelei. Dennoch war ich überrascht, dass das hier so ein paar tricky Stellen hatte. Es gibt so ein paar Dinge, wo man zum Beispiel ja so eine Vertiefung biegen muss. Das heißt, in der Mitte wird es ein bisschen tiefer, an den Seiten wird es dann wieder hoch und dann muss man das alles so formen. Ist immer so ein bisschen schwierig, da eine ordentliche Form hinzubekommen und vor allem muss ja zum Schluss auch noch alles zusammenpassen. Und hier sieht man schon, was ganz gut zusammenpasst, das ist die Unterseite von unserem Batwing. Und ja, weiter geht's. Es fehlt immer noch eine ganze Menge. Und was sich bei mir immer bewährt hat, wenn es um Rundungen geht, ist ein Bleistift. Einfach dann das Teil darüber legen vorne und dann kann man schön die Dicke ein bisschen einstellen und bekommt eine schöne Rundung damit hin.
Ich habe ja nun schon eine ganze Menge Metal Earth Kits zusammengebaut. Ihr könnt euch ja mal die Playlist anschauen. Dort seht ihr alle, die ich hier aufgenommen habe. Ich habe einige aus dem Star Trek Universum, Star Wars, der Millennium Falke, der Sternzerstörer und so weiter. Und vor allem das Aufwendigste war mein Iron Man. Auf den bin ich heute noch stolz. Das hat richtig lange gedauert, den zusammenzubauen. Und ich habe auch noch ein Projekt, das kommt irgendwann im Winter, werde ich das angehen. R2-D2 und C3PO bunt in Farbe. Und das wird eine ganze Menge Arbeit. Das wird kein Sonntagvormittagsprojekt wie hier dieser Batwing werden. Also eine größere Sache, aber das werde ich euch garantiert auch hier im Kanal dann zeigen. Und ja, was ihr hier schon sehen könnt, ich befinde mich in den letzten Zügen. Hier werden Ober- und Unterseite gerade zusammengefriemelt und dann musste ich schon noch ein bisschen rumbiegen, dass das alles passt. Denn die Spaltmaße waren am Anfang etwas groß, aber dann, naja, man bekommt es schon irgendwie zusammen. Und jetzt könnt ihr gleich sehen, wie hier das Endresultat aussieht. Und ich würde sagen, sieht doch sehr, sehr ordentlich aus. So ein paar Fehler sind natürlich immer drin. So richtig perfekt bekomme ich die Teile nie zusammengebaut, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Sieht gut aus, steht schön stabil auf dem Standfuß drauf und ich denke, der Batman im Hintergrund, der wird hiermit auch ganz zufrieden sein. Also ein sehr schönes Kit hier von Metal Earth. Also hat Spaß gemacht, das Teil zusammenzubauen und tja, wer jetzt auch sowas zusammenbauen will, der klickt mal auf den Link hier unten in meiner Videobeschreibung und bestellt sich das direkt mal. Damit macht ihr auf jeden Fall keinen Fehlkauf. Sehr schönes Modell und sieht im Regal auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und das soll es dann auch schon gewesen sein, Freunde. Das war mein Zusammenbau. Hier habt ihr wirklich alles im Zeitraffer gesehen. Von meinem Batman Batwing Metal Earth Kit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der eine oder andere baut vielleicht jetzt auch seins zusammen. Bis dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, euer Mi Applecat. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mi Applecat Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.